Hallo Menschen, heute kommt das vorerst letzte Rezensionsexemplar vom Bloggerportal, was bei mir noch herumliegt, nämlich Tomorrow and Tomorrow von Thomas Carl Swederledge. Hier wurde bei einem Terroranschlag die Stadt Pittsburgh nahezu komplett ausgelöscht. Da wir uns aber in einer Zeit befinden, wo schon überall Überwachungskameras hängen und auch jeder eine Netzhautkamera hat, das heißt auch einfach Leute auf der Straße filmt, wurde die Stadt als eine Art elektronische Version nochmal virtuell simuliert, in die man sich eben dann einloggen kann. Auf eine gewisse Art und Weise kann man dort auch mit Menschen interagieren, also sie handeln halt so, wie sie ungefähr gefilmt wurden. Wenn man dann allerdings das Gespräch unterbricht, dann rutschen die so zurück in ihre Endlosschleife, die halt gefilmt wurde. Oder falls man sich an einen Ort bewegt, der eben dann doch einmal nicht gefilmt wurde, dann wird man auch einfach so zurückversetzt irgendwo hin, wo es eben Material gibt. Man darf natürlich auch nicht in die Privatwohnungen anderer Leute oder so, es ist eher so das öffentliche Leben, was gefilmt wurde. Aber das kann man erleben, durchaus auch schmecken und riechen, zumindest kommt es einem so vor. Allerdings gibt es auch ein paar Firmen, die zum Beispiel für Privatpersonen dann so extra Erinnerungen eben programmieren. Also wenn man sagt, okay, hier, ich möchte in meinem Schlafzimmer die Erinnerung an meine Frau aufrechterhalten oder so, dann können die das dann auch nochmal extra in dieses Archiv, so wird es genannt, eben hochladen. Unsere Geschichte beginnt 10 Jahre nach diesem Terroranschlag mit dem Protagonisten Dominic, der inzwischen für eine Firma arbeitet, die wiederum für Versicherungsagenturen eben in diesem virtuellen Pittsburgh nach Todesursachen forscht und herausfindet, ob die Versicherungsgesellschaft den Nachkommen etwas bezahlen muss, ob die Leute halt mit dem Terroranschlag gestorben sind oder auf eine andere Art und Weise und so weiter und so fort. Er selbst verlor seine Frau bei diesem Anschlag und hat das absolut noch nicht überwunden. Also am Beginn des Buches ist er eigentlich auch total am Ende. Nicht nur, dass er sich stundenlang, eigentlich manchmal sogar tagelang in diesen Simulationserinnerungen verliert, gleichzeitig verstärkt er das auch noch durch Drogen, weil dadurch die Gefühle intensiviert werden und er ist also abhängig, er ist unendlich traurig, hat das auch nach 10 Jahren nicht einmal annähernd verarbeitet und verliert sich einfach immer weiter in der Vergangenheit. Und das Ganze wird dann unterbrochen, indem er von einem neuen Arbeitgeber quasi einen Job angeboten bekommt, was die ganze Geschichte so ins Rollen bringt. Und das soll eigentlich alles zum Inhalt sein. Ich mochte diese Welt drumherum sehr. Natürlich nicht in dem Sinne, dass ich dort leben will, aber sie ist sofort sehr, sehr lebendig geworden. Es ist eigentlich das Gegenteil dieser sterilen Hightech-Zukünfte, die man sich auch vorstellen kann, sondern eher sehr, sehr dreckig und trist. Mich hat es an die Verfilmung von Children of Men erinnert oder allgemein so an dieses Noir-Genre eben. Man hat viele Cyberpunk-Elemente und das gefiel mir eigentlich sehr, sehr gut. Da ist auch nicht nur immer so ein Beispiel mal für irgendetwas genannt war, sondern die Dinge kommen immer wieder vor. Zum Beispiel hat eigentlich so gut wie jeder Mensch unter seiner Schädeldecke eine sogenannte Adware installiert, wodurch man permanent mit dem Internet verbunden ist. Und zum Beispiel, wenn ich einen Menschen sehe, wird dessen Facebook-Profil geöffnet oder das, was er halt der Welt so öffentlich macht, auch YouTube-Videos zum Beispiel. Oder schaue ich auf eine Pflanze, die ich nicht kenne, öffnet sich der Wiki-Artikel und so weiter und so fort. Allerdings wird dadurch natürlich auch elendig viel Werbung geschaltet. Und da gibt es zum Beispiel einen Moment, in dem Dominik mal sieht, wie bei einem Mädchen so das T-Shirt ein bisschen hochrutscht und sofort ploppt überall Porno-Werbung auf, die auch so sekündlich wechselt, um seinen Frauentyp zu treffen. Und selbst als er dann sagt, nee, will ich nicht, also so sein Bewusstsein sagt, nein, Schluss jetzt, steht dann im Buch, aber die Adware wusste besser als ich, was ich wollte. Und so ist es eigentlich permanent. Er fährt dann zum Beispiel auch mal ganz frisch an einem Polizeiaufkommen vorbei und da es noch keine Berichte darüber gibt, googelt er das Twitter-Profil des Jungen, der da gerade interviewt wird. Und der hat natürlich mit Foto gerade hochgeladen, hey, ich habe hier in der Toilette eine Leiche gefunden. Und innerhalb von Sekunden hacken dann auch Zeitungen durchaus den Privataccount der Frau, die gemordet wurde. Und da dann nur noch die Artikel Klicks bekommen, die möglichst viele private Nacktfotos zeigen, kommen im Endeffekt dann nur noch solche Artikel hoch. Also die ersten, die vielleicht noch irgendwie gesagt haben, dass sie Architekturstudentin ist und so, die gehen dann halt komplett unter. Und Höhepunkt des Ganzen, sie wird dann auf einer Seite mit dem Namen Crime Scene Superstars hochgeladen, auf der die, Zitat, Fickbarkeit von Opfern bewertet wird und im Endeffekt können, glaube ich, die Nachkommen Geld gewinnen oder so. So eine Welt ist es also in jede Extreme eigentlich verstärkt, sowohl sexualisiert als auch sehr an Gewalt erfreut. Oder man braucht halt einfach die Extreme,
um noch Aufmerksamkeit erregen zu können. Das ist natürlich eine furchtbare Welt, aber da das wirklich überall vorkommt, wurde es mir sehr, sehr plastisch und ich fühlte mich sofort mit Dominik heimisch in dieser Welt. Ein klitzekleiner negativer Punkt, erst ganz, ganz am Ende treffen wir mal jemanden, der diese Adware nicht installiert hat. Und ich habe mich das die ganze Zeit gefragt und es wurde immer so beschrieben wie, ja, jeder hat das, ist das normal, es gibt gar nichts anderes mehr. Und ich dachte mir immer, das kann eigentlich nicht sein. Ich meine, heutzutage hat auch fast jeder ein Smartphone, aber eben doch nicht jeder. Und es gibt immer entweder alte Leute oder auch Menschen, die das einfach nicht interessiert, die das auch sehr gruselig finden, sich zu vernetzen. Und ja, zugeben, es hat halt für den Rest der Geschichte überhaupt keine Rolle gespielt, da Dominik eben immer mit Menschen in Kontakt ist, die so eine Adware haben. Aber es hätte mich für die Welt sehr, sehr interessiert, was es da so für Menschen gibt, die sich vielleicht dagegen entscheiden. Aber das kam halt nicht vor, nur so ganz am Ende wurde das mal erwähnt. Aber das ist eigentlich nur ein recht kleiner Minuspunkt. Das Ganze ist in Ich-Perspektive und Präsenz geschrieben. Zwei Dinge, die ich eigentlich überhaupt nicht mag, die aber hier sehr gut funktionieren. Einerseits für den Krimi-Aspekt, da man da nie das Gefühl hat, dass der Erzähler eigentlich mehr weiß als wir, sondern wir sind immer auf derselben Stelle. Also weder ist es ein auktorialer Erzähler, der uns halt dann einfach irgendetwas nicht erzählt, oder es ist auch nicht Dominik aus der Rückblendenperspektive, der halt dann Spannung aufbaut, indem er uns nicht erzählt, was eigentlich wirklich passiert ist. Und deswegen fand ich das ganz angenehm. Wir wissen genauso viel wie er, ist eigentlich immer spannend. Und auch für den Science-Fiction-Aspekt funktioniert das eigentlich ganz gut, da wir uns im Archiv immer so gleichzeitig fühlen, wie er eigentlich in der normalen Welt. Also es ist auch nicht so, dass es einfach immer die Vergangenheit ist, sondern er lockt sich dort ein und erlebt es halt gerade eben. Deswegen war Präsenz und Ich-Perspektive eigentlich eine ganz gute Wahl, auch wenn ich es nicht so bevorzuge. Ein neues Kapitel ist einfach immer nur mit einem Datum überschrieben und ich fand es sehr angenehm, dass wir erlebt haben, wie quasi so Ermittlungen tatsächlich ablaufen. Da sind halt wirklich wochenlang ist mal nichts und er lockt sich einfach nur ins Archiv ein und beobachtet und geht mal an Orte und denkt nach, aber es ist nicht ständig Action und Verfolgungsjagd. Das fand ich sehr, sehr angenehm. Es ist wirklich eher ein Krimi als ein Thriller. An der Stelle aber trotzdem so eine kleine Triggerwarnung für Vergewaltigung. Es gibt zwei Szenen, in denen es dann doch mal recht plastisch beschrieben ist, aber auch da fand ich es sehr, sehr gut gemacht, dass Dominik darauf halt mit einer extremen Abwehrreaktion reagiert. Für ihn ist das nicht sowas wie, ist jetzt zwar nicht schön, passiert aber halt in unserer Welt, sondern er findet das furchtbar, grausam. Er reagiert da auch richtig körperlich drauf, er fängt an zu zittern und ihm wird übel und sieht halt das Furchtbare wirklich als etwas Furchtbares und nicht einfach als normal. Und das fand ich halt ganz nett, dass er davon wirklich erschüttert ist. Und ich kann mich irgendwie erinnern, dass ich damals so viele Thriller gelesen habe, in denen halt Ermittler dann schon so ganz tough waren und so, ach, schon wieder eine Leiche. Und bei ihm ist es halt gar nicht so. Er ist richtig erschüttert. Und das finde ich eine gute und angemessene Reaktion auf das, was im Buch passiert. Eine kleine Bemerkung am Rande, wir haben auch eine LGBTQ-Beziehung hier drin. Das fand ich ganz nett, denn das wurde ruhig und normal erzählt und nicht etwa irgendwie so als Fetisch des Beobachters und so. Aber zugegeben, das ist wirklich nur sehr, sehr am Rande und geht in dem allgemeinen Tod etwas unter, aber immerhin haben wir das. Ganz angenehm fand ich auch eine erstaunliche Menge an so literarischen Anleihen und beziehungsweise Gesprächen, da unser Protagonist vorher Dichter war. Und hier finde ich das tatsächlich nachvollziehbar, denn er ist nicht so ein tougher Ermittler oder Polizist, der halt dann zufälligerweise Goethe zitiert, sondern nein, er war halt vorher Dichter und dieses Ereignis, der Tod seiner Frau, hat ihn einfach so erschüttert, dass er aus diesem lyrischen Bereich eigentlich komplett aussteigt und in eine komplett andere Richtung einschlägt. Und es war halbwegs nachvollziehbar beschrieben, dass er jetzt mit Gedichten, er kann jetzt gerade mit Gedichten nichts anfangen, er kommt da nicht mehr ran und deswegen fand ich das auch nachvollziehbar, warum aber trotzdem halt so manchmal Literatur noch vorkommt und es nicht einfach irgendwie so, dass das Fable eines irgendwie so total toughen Bullen ist oder so. Ja, und im Großen und Ganzen muss ich sagen, ich fand die drückende Stimmung richtig angenehm, sowohl am Anfang, als er halt noch in seinem Drogenrausch und seiner Trauer gefangen ist, als auch später wird das Ganze halt eher so ein bisschen bedrohlich, aber das war halt als Lektüre sehr, sehr angenehm. Und obwohl der Krimi-Aspekt halt nicht so meins ist und ich einfach keine Krimis mehr lese, waren die Science-Fiction-Momente und Elemente immer so präsent, dass ich es noch genießen konnte. Also es ist schon eindeutig nicht unsere Welt und es sind immer fremde Begriffe, die wir halt nicht da haben und die Adware ist sehr präsent. Auch wenn er sich einloggt, ist es halt anders, als sich in ein Spiel einzuloggen und so. Das sind alles so Aspekte, die mir sehr gut gefallen haben, weil sie fremd genug sind. Und auch die Kommentare, die zu gewissen Tendenzen in der Gesellschaft gemacht werden, funktionieren, obwohl das ja eine sehr, sehr extreme Version einer Zukunft ist. Also sie ist
wirklich sehr sexualisiert und sehr, sehr auf Gewalt aus, was wir meiner Meinung nach noch nicht so krass sind, aber trotzdem funktionieren die Kommentare zur Gesellschaft. Und insofern, ehrlich gesagt, wie gesagt, ein kleiner Überraschungserfolg in meinem Lesemonat Juli. Ich war einerseits gut unterhalten, andererseits hat das auch tatsächlich zum Nachdenken so ein bisschen über Trauerbewältigung, Erinnerungskultur und natürlich auch die virtuelle Welt angeregt. Also es ist dabei nicht so plump, dass es sagt, oh Gott, alles digital ist schlecht, das wäre ja auch Schwachsinn. Die Menschen leben sehr, sehr in einer digitalen Welt, aber nicht nur. Und das wird auch nicht nur kritisiert. Also es gibt nicht nur Momente, wo es sagt, oh Gott, man muss die ganze Adware ausschalten. Ganz im Gegenteil, die funktioniert ja gut. Und insofern fand ich das eine richtig runde Sache. Und ich kann es insofern nur empfehlen. Im Cyberpunk-Genre las ich bisher eigentlich nur William Gibson, das ist so der Urvater dieses Genres und kenne mich sonst nicht so aus. Aber auch das Gefühl, dass vielleicht meine Zuschauer hier das nicht so sehr lesen. Falls ihr aber trotzdem eine Empfehlung in diese Richtung habt, wie gesagt, eigentlich nicht so mit dem Krimi-Aspekt, aber hier hat er gut funktioniert, dann bin ich immer dankbar für Empfehlungen. Ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.